Gott sei Dank noch wach. Es bimmelt und klopft, ich werde wahnsinnig, denn die Nacht war wieder hart auf dem Straßenstrich. Schleppe mich zur Treppe und öffne ganz nackt. Spür den Blick der Männer vor der Tür auf meinem Sack. Springe zurück und blicke durch den Spalt. Lest das Formular, gezeichnet Staatsanwalt. Jungs, kommt herein, wir würden euch gern einladen zu einer Tasse Asitopf, kann man doch nicht nein sagen. Bleiben Sie ganz ruhig und lehnen sich zurück. Wir holen jetzt den Stoff und dann nehmen wir sie mit. Er stellt sich vor, KK Christian Steifen. Sein Kollege ist was jünger mit nur einem grünen Streifen auf der Schulter, heißt KK Christian Harten. Seine erste Hausdurchsuchung kann er kaum noch erwarten. So sprach der Adjutant zu seinem Meister. Halten Sie hier unten Stellung, ich durchsuche schon mal den Speicher. Beine auseinander und Flossen an die Wand. Macht den Adler, ich zieh den letzten Blatt aus eurem After. Christian S., seit 10 Jahren Chef, Kenner der Szene vom Bezirk Portsmouth. Schon braust der Junge wohl noch runter ins Zimmer. Man hat fast das Gefühl, es wäre eine ganze Herde Rinder. Chef, die haben hier Blazy und das neue Tekken 4. Dann hatte ich auf dem Internet gebrannt auf dem Revier. Du darfst gleich mal probieren, doch jetzt check erstmal das Bad. Stimmt, da ist ein halbes Kilo Arschkoks am Start. Mach dir was parat, nimm so viel du brauchst. Freischeiße Party, heut alles aufs Haus. Zack, da ist der kleine Chris schon in den Raum am Flitzen. Auch der große Boss ist wach, wie seine Augen blitzen. Hey, Kommissar, ich hab hier PTSD. Bordeaux, das ist der Klostand von Hedwig PC. Sie geben uns 2 Nummern auf Bordeaux-roten Karten. Wir könnten uns ja melden, wenn wir Drogen erwarten. Ich hab es gleich versprochen, sie zum Essen eingeladen. Chrissy S. und Chrissy H. KK bis heute Abend. Ich bring noch ein paar Freunde mit. Klar, ist kein Problem, sag ich zu dem Kleinen, als sie aus der Türe gehen. Gerade dachte ich noch, die Schwuchtel stinkt aber nach Kacke. Da fällt ein klitzekleines Bröckel Arschkoks aus der Jacke. So sieht das also aus.